Hi zusammen, hier ist Pavel. Heute habe ich ein neues Projekt wieder. Mit Micha zusammen war ich im Oktober in New York. Das habt ihr wahrscheinlich mitgekriegt bei Facebook, bei Instagram, bei YouTube. Und wir waren dort nicht einfach so, um Spaß zu haben. Gut, Spaß haben wir natürlich gehabt, wie immer. Wir haben dort gearbeitet und wir haben ein ganz tolles Videotraining produziert. Viele von euch können sich wahrscheinlich erinnern, vor vier Jahren, haben Micha und ich schon mal ein Videotraining über New York produziert, Reisefotografie New York. Und diesmal haben wir es auch gemacht, aber komplett anders. Was ist bei diesem Videotraining anders? Ja, also erstens stecken 8 Jahre Erfahrung dahinter. Beim ersten habe ich noch alleine alles gemacht, also alleine fotografiert, alleine erzählt, alleine Photoshop gemacht und so weiter. Und jetzt machen wir es zu zweit. Und das ist ein mega Projekt geworden. Zum ersten Mal überhaupt bei Kreativstudio Pavel Kaplun eine Doppel-DVD. Warum? Weil wir haben hier auch sehr viele Live-Aufnahmen. Im Prinzip haben wir Live-Aufnahmen in der Länge von einem Spielfilm. Das ist nicht selbstverständlich, wir haben natürlich sehr viel gedreht, sehr viel gemacht, dabei auch sehr viel Spaß gehabt und jetzt möchte ich euch noch ein paar Daten verraten zu dieser DVD. Also die gibt es natürlich als auch Download und als Doppel-DVD bei uns im Shop und hier noch ein paar Eckdaten. Also es ist wirklich fetter Style geworden, 11 Kapitel, 41 Lektionen, wir haben über 8 Stunden Gesamtlaufzeit. Das ist auch ziemlich viel für eine Reisefotografie-DVD. Und dann haben wir natürlich, ja wie gesagt, 2 Stunden Reportage. Also da zeigen wir aus verschiedenen Teilen von New York die ganzen Erfahrungen, die wir gesammelt haben, die fotografischen Techniken, dann die ganzen Kunstaspekte der Fotografie. Weil wir fotografieren jetzt nicht nur stumpf und zeigen die Technik, nein, wir arbeiten sehr künstlerisch und das zeigen wir in diesem Videotraining auch. Also es gibt 6 Stunden Screenaufnahmen, also das heißt, wir arbeiten in Kamera RAW, wir arbeiten in Photoshop, wir arbeiten mit Nikfilter und es gibt hier auch die Techniken zum Thema Marmeladisieren. Viele von euch haben schon gefragt, wann gibt es eine DVD über Marmeladisierungstechniken. Ja, jetzt können wir sagen, die gibt es hier bei dieser DVD unterwegs mit Pavel und Micho in New York. Dann haben wir natürlich auch ein Paket, also für unsere Produkte ist das selbstverständlich. Bei anderen Produkten, gut, jetzt will ich nicht bei anderen Produzenten nachschauen. Also bei uns ist das so, dass wir die Beispieldateien natürlich selbstverständlich zur Verfügung stellen. Also wir haben diesmal 32 RAW-Dateien und 22 Photoshop-Dateien zum Nachschlagen. Also mit RAW-Dateien könnt ihr natürlich arbeiten. Nach unseren Empfehlungen, nach den Videos, die wir zeigen, die wir aufgezeichnet haben. Und die Photoshop-Dateien könnt ihr nachschauen, wie wir das Ganze gemacht haben, die Ebenen durchschauen, die Einstellungsebenen, die Masken und so weiter, sodass ihr das alles nochmal nachvollziehen könnt. Und dann gibt es natürlich auch noch 2 Composings auf dieser DVD. Das ist auch nicht ganz typisch für Reisefotografie. Deshalb diese DVD und dieses Download-Video ist natürlich ein mega Werk und wir freuen uns besonders, euch heute einen Ausschnitt aus diesem Videotraining zeigen zu können. Und zwar über die Nachtaufnahmen aus World Trade Center 1, also aus der Observatory Deck ganz oben. Und das war keine einfache Situation, weil es ist dort nicht einfach so eine Plattform, wo man im Freien fotografieren kann. Nein, es ist alles verglast und wir können jetzt nicht einfach so sagen, okay, also wir holen die Kamera raus und fotografieren. Nein, das war eine absolute Herausforderung für mich und für mich. Und wir haben dort fotografiert durch die Glasscheibe. Ja, also es ist wirklich kompliziert gewesen, aber wir haben das gut gemeistert. Ihr könnt jetzt im Screen-Video schauen, was wir daraus gemacht haben, was Micho jetzt an die Entwicklungstechniken gemacht hat. Und ich denke, das wird euch gefallen.
Mir persönlich gefällt die Realaufnahme aus World Trade Center am besten, weil wir haben dort wirklich sehr viel Spaß gehabt und wir sind auch fast entglitten beim Spaß. Ja? Aber das verrate ich jetzt nicht. Wir zeigen das jetzt nicht in diesem Ausschnitt, sondern das gibt es im Komplett-Videotraining zu sehen. Ihr könnt das schauen, wenn ihr die DVD kauft oder download. Ist im Prinzip beides gleich, weil zusammen zur DVD bekommt ihr Download-Paket und könnt alles runterladen und die DVD kommt dann per Post zu euch. Okay, jetzt habe ich schon fast alles verraten, aber ihr könnt euch jetzt das Bild machen, wie die Entwicklung von Nachtaufnahmen von New York aus der Höhe von World Trade Center erfolgen kann und ich wünsche euch dabei viel Spaß. Da hätten wir jetzt eine Aufnahme mit dem Blick über das nächtliche Manhattan vom One World Observatory aus gesehen. Wie gesagt, extrem hohe Ausschussquote, weil überall Spiegel. Es ist wirklich kein Vergnügen. Aber hier haben wir einmal eine Ecke erwischt, wo es irgendwie funktioniert hat. Und selbst da haben wir hier oben eine Spiegelung drin. Die werde ich in Photoshop beseitigen, weil wir hier ein bisschen akkurater arbeiten müssen. Aber ansonsten werde ich jetzt hier in Kamera Raw ein bisschen sozusagen die Lichter und die Farben optimieren und am Schluss in Photoshop dann auch nachschärfen, Spiegelung entfernen und noch ein paar Special Effects einbauen. Aber ihr werdet sehen, es geht, man kriegt eine sehr brillante Aufnahme hin, trotz ISO 2000, weil wie gesagt, Stativ geht oben auf dem One World Observatory definitiv nicht. Die stürzenden Linien werden wir hier nicht begradigen, sonst verlieren wir zu viel im Bild und die Höhe geht sozusagen, die Wirkung der Höhe geht damit verloren. Was aber schön ist bei dieser Aufnahme, ich habe hier die Manhattan und die Brooklyn Bridge und die Brooklyn Bridge in der Verlängerung ist hier quasi der Eckenläufer. Was ich aber machen muss, ich muss den Horizont ein klein wenig begradigen. Das machen wir in Kamera Raw. Ich muss nur sicherstellen, okay, ich habe jetzt hier 6:4 eingestellt, das passt, das ist das Originalformat. Gehe dann auf das Lineal und ziehe hier eine Linie. Damit wird das Ganze horizontal ausgerichtet, den Rest lassen wir. Dann gehen wir bei den Grundeinstellungen klar, ganz klassisch, wie bei anderen Nachtaufnahmen auch. Ich werde die Belichtung ein kleines bisschen nach oben ziehen, kleines bisschen. Dafür aber die Lichter runterfahren. Nicht zu viel, sonst wird das Ganze mattiert. Wenn ich die Lichter runterfahre, muss ich im gleichen Atemzug auch Klarheit nach oben ziehen. Dynamik fahren wir nach oben und die Tiefen ebenso. Jetzt haben wir schon deutlich besseres Ergebnis. Ich wechsle gerade mal zum Ursprungszustand. Achtung, vorher und jetzt die neue Version. Wir werden hier oben etwas abdunkeln müssen, das heißt müssen. Ich möchte es, damit die Aufnahme, weil unten ist dunkler, ich möchte oben dieses Blau etwas intensiver haben. Schauen wir mal bei HSL, was wir da machen. Wenn ich jetzt Blau abdunkle, das ist okay, kann man lassen, aber dann wird hier auch nochmal abgedunkelt, was nicht ganz so schön ist. Aber das kriegen wir über eine selektive Aufhellung wieder hin. Aquamarintöne auch leicht abgedunkelt, dafür Gelb und Orange aufhellen. Wenn ich das tue, Achtung, es wird dann quasi mattiert. Sobald ich aufhelle im Bereich der Luminanz, muss ich auch gleichzeitig im Bereich der Sättigung entsprechend erhöhen. Und viel mehr würde ich jetzt hier gar nicht wirklich tun. Rest machen wir in Photoshop. Ganz wichtig, was wir in Kamera Raw noch vorbereiten können, beim Nachschärfen machen wir das schnell. 80, 0,8, 40. Maskieren mit gedrückter Alt-Taste. Das nehmen. Und ihr seht hier, ja, es könnte ein bisschen schärfer sein. Okay. Aber was wichtig ist, Luminanz. Ich gehe hier mal auf 200%. Es ist eigentlich gar nicht so schlecht für eine Freihandaufnahme nachts. Ich gehe bei der Luminanz mal auf 35. Und dann ist es glatt gebügelt. Ich werde hinten raus in Photoshop noch einmal nachschärfen. Sagen wir jetzt hier Bild öffnen und gehen zu Photoshop. Da wären wir jetzt in
Photoshop. Und als erstes würde ich Folgendes tun. Ich möchte die Schattenbereiche nochmal aufhellen, weil wie gesagt, hier unten, da ist die eigentliche Stadt und hier muss einfach mehr Leben zu sehen sein. Das heißt, als erstes werde ich eine Tonwertkorrektur-Einstellungsebene anlegen. Das seht ihr auch schon oben bei den Lichtern haben wir nicht viel. Wir haben kleine Spitzen, aber ansonsten in hellen Bereichen ist nicht viel zu holen. Deswegen Regler nach links und schon haben wir mehr Details in der Stadt. Leider brennen uns damit auch die Lichter aus und das wollen wir natürlich nicht. Deswegen machen wir Folgendes. Wir gehen auf das Bild, sagen Auswahl, Farbbereich und wählen hier die Lichter aus. Alles, was jetzt weiß ist, sind die Lichter. Ich kann die Toleranz ein wenig erhöhen. Und genau diese Bereiche möchte ich von der Aufhellung sozusagen rausnehmen. Beim Bereich kann ich auch nochmal mehr dazu nehmen. Ich sage jetzt OK und fülle diese Lichter auf der Maske mit der Farbe Schwarz. Schwarz ist Hintergrundfarbe, deswegen Tastenkombination, Command bzw. Steuerung entfernen. Ich drücke jetzt 2-3 Mal drauf, um die Maske etwas schärfer zu machen. Entferne die Selektion mit Steuerung D. Und das ist das, was wir als Ergebnis haben. Schaut mal. Ohne Aufhellung, mit Aufhellung. Ist jetzt ein bisschen matt. Deswegen werde ich jetzt nochmal eine Tonwertkorrektur anlegen und hier den Schwarzanteil ganz klein wenig erhöhen. Invertieren wir die obere Maske. Ich nehme Pinsel mit weißer Vordergrundfarbe und male das unten in die Stadt nochmal rein. Hier oben können wir uns auch überlegen, da wo wir die Tiefen aufgehellt haben und die Lichter ausmaskiert haben, also diese Ebene hier, wo soll das überhaupt gelten? Ich werde jetzt von der Deckkraft ungefähr auf zwischen 70 und 80 gehen. Oben möchte ich diesen Effekt definitiv nicht haben. Also male ich schlicht und ergreifend mit einer schwarzen Vordergrundfarbe, drücken wir deswegen die Taste X, male ich oben über das Bild. Und schon ist das in Ordnung. Ich habe jetzt hier 60% eingestellt. Gehen wir mal auf 100% und malen oben nochmal über den Himmel. Und so sieht das schon mal gut aus. Was mir noch nicht gefällt, ich habe oben diesen leichten Gelb-Grün-Stich im Blau. Und das passt nicht zum Rest der Stadt. Da ist der Blauton ein anderer. Und deswegen werde ich jetzt Folgendes tun. Ich nehme eine selektive Farbkorrektur, wähle die Blautöne aus und sage hier Gelb, nein, kein Gelb. Und ich gehe auch mehr in die Abdunklung von Blau. Dann gehe ich zu den Cyantönen und mache das gleich nochmal. Weniger Gelb, mehr Gelb. Kleines bisschen, hier kann ich sogar ein bisschen mehr Gelb nehmen und auch hier dann abdunkeln. Und das mache ich nicht über das gesamte Bild, keine Angst. Deswegen Steuerung I, Maske invertieren. Jetzt nehme ich einen Verlauf, Taste G, wechsle mit X zur weißen Vordergrundfarbe. Ich habe immer Vordergrundfarbe auf Transparent als Verlauf eingestellt und ziehe das ungefähr bis hier. Und schon ist das Blau oben im Himmel etwas leckerer als das, was wir eben hatten. Wenn ich unten diese Blautöne noch ein bisschen entfernen möchte, dann kann ich das über einen weiteren Color Lookup machen. Legen wir den kurz an und probieren Fall Colors. Und das sieht doch ganz nett aus. Ich werde jetzt hier die Deckkraft reduzieren auf ca. 50%, invertiere die Maske und male mit einem Pinsel mit weißer Farbe über die Stellen, die sozusagen ein bisschen roter leuchten sollen. Und sobald ich das Gefühl habe, oh, das wird ein bisschen zu matt, ich kann zwar hier auf 60 gehen, dann sieht man das vielleicht so ein bisschen, dann dupliziere ich die Ebene einfach und sage hier als Ebene für Methode ineinander kopieren, dann kriege ich wieder mehr Kontrast, das aber bitte wieder nur mit einer ganz geringen Deckkraft einsetzen. Und jetzt machen wir noch Folgendes, ich lege alles, was wir gemacht haben, auf eine neue Ebene, Steuerung Alt Shift E. Und wir gehen nochmal zu Kamera RAW zurück. Filter, Kamera RAW Filter.
Und hier, meinetwegen, noch einmal die Tiefen hoch. Nicht zu viel, ganz klein wenig, aber weiß. Weiß nach oben. Schaut mal, was mit der Stadt passiert. Das ist wunderbar. Ich bestätige mit okay. Auch hier wieder Maske anlegen. Steuerung I, Maske invertieren. Das werden wir nur sehr selektiv auf die Stadt draufmalen. Und die ganz hellen Bereiche werden wir aussparen. Das heißt hier mit einem weißen Pinsel über die dunklen Bereiche drüber. Und dort, wo die Fenster an sind, auf die Straßen, hier auf den Turm. So. Und dann funkelt das Ganze wieder. Viele, die die Lichter reduzieren, vergessen diesen Schritt in Kamera RAW und deswegen wirken die Bilder auch nicht ganz so lebendig. Kurzer Vergleich zum Anfang, und da war ja schon die Kamera RAW-Entwicklung dabei, Achtung, vorher, nachher, himmelweiter Unterschied. Ich lege jetzt alles, was wir gemacht haben, nochmal auf eine neue Ebene, Steuerung Alt, Shift E, und wir wenden uns dem Bereich oben im Himmel zu. Hier sieht man die Spiegelung. Und ich werde jetzt Folgendes machen. Das ist jetzt, ein bisschen schlampig, aber es funktioniert wunderbar. Ich nehme das Auswahlwerkzeug und wähle einfach ein Stück von der Stadt aus, lege das mit Steuerung J auf eine neue Ebene, drücke V für Verschieben und verschiebe das Ganze einfach hierhin. Gut, jetzt sieht man an den Rändern noch ein bisschen was, auch nicht schlimm. Ich lege eine Maske an, wähle mit B den Pinsel, wechsle mit X auf die Vordergrundfarbe Schwarz und male einfach über die Ränder. So, und seht ihr, wo jetzt die Spiegelung ist oder vorher war und wir was drüber gelegt haben? Ja, ihr seht es an einer Stelle oder an zwei Stellen. Einmal hier und einmal hier. Da sieht man Dubletten. Gut, könnte jetzt auch in Wirklichkeit so sein, aber wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Deswegen legen wir alles nochmal auf eine neue Ebene. Steuerung Alt Shift E. Jetzt nehme ich das Stempelwerkzeug, Taste S. Nehme eine relativ harte Kante, 100% Deckkraft und nehme von diesem Bereich auf und stempel jetzt hier drüber. Und zack, ist es weg. Hier haben wir noch eine Dublette und auch die ist jetzt verschwunden und niemand wird diese Dublette jetzt noch merken. Abschließend werde ich eine von unseren Schärfeaktionen noch bemühen. Nehmen wir hierzu zum Beispiel Details, Licht, Schatten oder alternativ auch Nachtarchitektur. Probieren wir das als erstes. Hierzu werde ich kurz vorher noch das Bild auf 8-Bit umstellen, wobei ist schon, okay. Also, Nachtarchitektur wird mir nur die Lichter nachschärfen. Dann gucken wir uns gleich das Ergebnis an. So, das ist jetzt nachgeschärft. Die roten Ebenen brauchen wir nicht. Die lösche ich raus. Und wir zoomen kurz mal rein und schauen uns den Unterschied an. Das ist jetzt nachgeschärft und das ist nicht nachgeschärft. Um ganz ehrlich zu sein, das ist sehr, sehr krass. Ich werde jetzt hier die Deckkraft ein bisschen reduzieren, aber es wirkt automatisch heller. Guckt euch das an. Sehr gut. Und mit dieser funkelnden Stadtkulisse Manhattan werden wir die Bearbeitung an dieser Stelle abschließen und uns über das Ergebnis freuen. Kurzer Vorher-Nachher-Vergleich nochmal. Wie gesagt, auch hier die Kamera-RAW-Entwicklung war schon fertig. Vorher, nachher, himmelweiter Unterschied. Jetzt habt ihr es gesehen, also ich denke, das ist wirklich ein schönes Projekt geworden und ihr könnt jetzt lernen, wie ihr komplizierte Situationen bei Nachtaufnahmen, bei der Postproduktion später meistern könnt. Wie gesagt, die Doppel-DVD inklusive Download und inklusive Beispielbilder gibt es bei uns ab sofort im Shop. Das ist ein wirklich ganz tolles Produkt geworden, könnt ihr sofort bestellen und ja, also erst die ganzen Dateien, Videodateien und Beispieldateien runterladen und die DVD kommt da per Post zu euch. Und ansonsten gibt es natürlich andere Projekte, die wir euch ganz gerne präsentieren können und wollen, und zwar neue Limited Edition mit der DVD Faszinierende Bildcomposings. Das ist auch ein neues Projekt von uns
Und wir haben schon lange keine DVDs zum Thema Composing gemacht. Das ist jetzt der Neuanfang quasi. Und wir haben schon viel positives Feedback von euch bekommen. Also wie es aussieht, hat es euch gefallen. An dieser Stelle sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns nächsten Freitag. Nächsten Freitag erwarten euch wieder tolle, spannende Projekte. Macht hübsche Bilder, macht hübsche Videos, macht schöne Bildbearbeitung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und vergiss nicht, Oma zu grüßen.